Einen recht schönen guten Morgen, liebe verehrte Gäste. Wie schön, dass Sie noch da sind, jetzt heute früh. Ja, schon wieder also. Manchmal fragt man sich, wie sinnvoll es denn ist, solcher Art Vorträge zu halten, wenn doch sich die Welt ohnehin weiterentwickelt, so wie wir es nicht wollen. Das ist eine schwere Tragödie eigentlich, dass wir doch zu Tausenden ringen drum, zu verstehen lernen, was sich da abspielt und was da zu leisten wäre. Und es sind ganz andere, die dann am Schluss die Fakten schaffen. Und das ist immer belastend. Eigentlich ist das belastend. Und man muss immer sagen, dass das auf das Gewissen schlägt, dass man so vieles sagen kann, reden, bedenken und manchmal doch wenig bewirkt in der Welt. Nicht äußerlich viel bewirkt. Und trotzdem, auf der anderen Seite, über die Jahrhunderte gesehen, sind es oft nicht die großen Macher, von denen man dann spricht nach Hunderten von Jahren, sondern es sind oft kleine Kreise, die eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit haben auf die Dinge, die dann geschehen und an denen künftige Generationen weiterarbeiten können. Das ist für mich immer ein Trost, dass ich denke, man spricht ja gar nicht nur für die Jetztzeit, sondern man gibt etwas hinein in den großen Strom des Daseins. Lassen Sie uns heute beginnen mit einem schönen Wort, das in einem Aufsatz gefunden wird von Joachim von Königslöw, unser lieber Freund in Herdecke, der schon hochbetagt ist und ein jahrzehntelang ausgewiesener Spezialist für Ost-West-Fragen. Und dieser Herr von Königslöw, der hat ein wunderbares Buch geschrieben über die Geschichte der Flüsse und der Brücken in Europa. Flüsse und Brücken. Lebensströme, die nicht politische Grenzen sind. Und Brücken, die die Welten verbinden und nicht trennen. Das allein ist ein Bild, das Zukunftskraft hat in sich, ein zukunftskräftiges Bild. Und er hat im vergangenen Jahr, im März, im Frühjahr vor einem Jahr, in die drei hat er eine Arbeit veröffentlicht, in der er zum Zeitgeschehen Stellung nimmt. Wie kann man das versuchen zu verstehen, was jetzt in der Ukraine und mit Mitteleuropa passiert? Und da stellt sich ein Wort von Rudolf Steiner ein, mit dem ich hier beginnen möchte, das er zitiert dort. Wenn nämlich in irgendeinem Zeitalter die Menschen, die wachen sollten, versäumen zu wachen und nicht herausfinden, was wirklich geschehen sollte, dann geschieht überhaupt nichts Wirkliches. Er sagt nicht, dann geschieht überhaupt nichts. Er sagt, es geschieht überhaupt nichts Wirkliches, sondern das Gespenst der vorhergehenden Epoche geht dann herum, so wie in vielen religiösen Gemeinschaften heute einfach die Gespenster der Vergangenheit herumgehen und so wie zum Beispiel in unserem juristischen Leben vielfach das Gespenst vom alten Rom noch herumgeht. Da sind gleich mehrere wunderbare Gedanken da drin enthalten. Der erste, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, was heißt jetzt das eigentlich, wenn die Menschen, die wachen sollten, versäumen, zu versuchen zu erwachen? Was heißt das eigentlich? Es gibt eine breite Bewegung heute von Menschen, die sagen, das Wachen besteht schon allein darin, dass man keine Nachrichten mehr hört und keine Zeitung liest.
Man misstraut allem, was sogenannte Mainstream-Medien sind, nicht wahr? Und die denken, dann ist man wach für alles andere. Ich bin gar nicht sicher, ob das stimmt. Ich bin oft dann konfrontiert damit, die haben einfach andere Mainstream-Medien. Und dann schlafen die dort drin auch so wie andere in den Mainstream. Es ist nicht das Medium, das entscheidet über meine Wachheit. Und das ist eine erste Erkenntnis, die man schon mal in ihre Notizen schreiben kann. Es ist nicht das Medium, an dem sich entscheidet, ob man eigentlich wach ist. Das liegt woanders. Und hier ist es die Achtsamkeit. Diese goetheanistische Kraft der Achtsamkeit, die unbedingt am Anfang stehen muss. Das ist eine zweite Sache, die ich eingeben möchte. Sehen Sie, anthroposophische Schulung oder anthroposophische Bildung, die hat unbedingt und immer als Grundstein Goethe. Sie müssen erkennen, dass ohne Goethe gäbe es gar keinen Rudolf Steiner im modernen Sinn. In jüngsten Jahren hat Rudolf Steiner bereits begonnen, die Ausgabe der Goethe-Werke zu kommentieren. Mit 21 Jahren. Er hat in jüngsten Jahren Vorträge über Goethe gehalten, als von Okkultismus, Esoterik, Anthroposophie noch weit und breit nicht die Rede war. Er hat seine ganze Schulungsmethode auf Goethe aufgebaut und er hat die Achtsamkeit von ihm übernommen. Dieses, was so schön bei Goethe heißt, nicht vorgefertigte Gedanken in die Dinge tragen. Nicht die Welt als Projektionsfläche benutzen für das, was ich ohnehin denke und dann dafür die Beweise zusammensuchen. Sondern hinblicken, hinschauen, wirken lassen und zurückhalten mit dem Urteil, dass allmählich in mir ein Bild entstehen kann. Das ist die anschauende Urteilskraft. Dass allmählich ein Bild entsteht, und wir nicht aufsitzen irgendwelchen fertig gemachten Urteilen, unabhängig aus welchen Medien sie gewonnen seien. Die Achtsamkeit. Lesen Sie einmal wieder von Stefan Zweig Die Welt von gestern. Das, ich weiß, das ist ein sattsam bekanntes Buch und millionenfach in der Welt verteilt, aber es jetzt zu lesen, wird Ihnen die Augen öffnen können für ganz vieles, was vielleicht sonst der Achtsamkeit entgeht. Auch die Schrift Monotonisierung der Welt von ihm. Danke. In diesem Buch, Die Welt von gestern, dessen Erscheinen er ja gar nicht mehr erlebt hatte, in diesem Buch beginnt er damit, dass es ein ganzes Kapitel zunächst einmal hat über Heimatlosigkeit. Denn diese Heimatlosigkeit, die er da schildert, das ist etwas, was er ja hier erlebt hat, hier in Wien. Und was sein Schicksal geworden ist, dass das, was deine Heimat ist, dein Boden, deine Identität, dein Wohnraum, deine Bildung, deine Vergangenheit, dein Freundeskreis, das plötzlich hört alles auf. Es ist nicht mehr da. Der Zeitgeist entzieht es dir, die Ereignisse entziehen es dir. Und du stehst plötzlich da und sagst, wo gehöre ich eigentlich hin? Er hat das völlig unabhängig von Rudolf Steiner thematisiert. Was heißt diese Heimatlosigkeit? Und was lerne ich daran? Daran hat er gelernt, dass es nichts gibt, was man in der Vergangenheit erworben oder bekommen hätte, worauf man sich stützen kann. Du musst eigentlich immer gewärtig sein, neu anfangen zu müssen. Heimatlosigkeit. Das andere, was er dort so unglaublich eindringlich schildert, ist, was das eigentlich bedeutet, wenn plötzlich die Sicherheit nicht mehr da ist. Das zweite Kapitel. Wir haben doch alle Sicherheit geschaffen in unserem Leben. Wir sichern mit Versicherungen unseren Hausstand ab, wir sichern mit Altersrenten unsere Altersjahre ab, wir versichern mit Verträgen den Frieden, die Politik und so weiter. Und er lebt in einer Zeit, wo er erfahren muss, alles das
ist gar nicht mehr sicher. Diese Sicherheiten sind keine. Und sie sind nur Scheinkulissen, Scheindünen. Da wandert man und diese Scheindünen machen wieder andere auf. Und das ist das Zweite, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Jetzt wieder an diesem Buch Welt von gestern. Und das Dritte, was mich sehr beeindruckt hat, ist, als wäre das für 2023 geschrieben worden. Das Dritte sagt, wie sich plötzlich der eigene Freundeskreis, der eigene Menschenkreis beginnt zu entfremden, zu spalten und dass Menschen, mit denen man jahrelang, jahrzehntelang im Austausch gelebt hat, im Verkehr gelebt hat, sich plötzlich abwenden, plötzlich Gegner werden, plötzlich sich fanatisieren oder in einer so eindringlichen Weise Stellung beziehen, dass man da drin keinen Platz mehr hat. Das schildert er sehr eindringlich. Da hat man jahrzehntelang in Frieden gelebt, jetzt bricht ein Krieg aus und sagt man ein Urteil zu diesem Krieg, dann hört man gleich, dann geh doch zu den anderen. Und ihm hat man gesagt, dann wär doch Belgier. Oder dann geh doch nach Luxemburg oder werd doch Engländer, wenn es dir hier nicht passt. Nicht wahr? Und sie kennen ja solche Dinge. Und außerdem sagt er, seltsamerweise ist das alles, hat angefangen und tief gewirkt mit der Inflation. Er schreibt, nichts hat die Welt so vorbereitet auf die Katastrophen des faschistischen Zeitalters wie die Inflation. Diese plötzliche, nicht bewältigte Veränderung des Geldwesens. Und dass der Mensch dem auch wie einer Sicherheit, die zusammenbricht, gegenübersteht und nicht weiß, warum das jetzt so ist. Oder wer das gesteuert hat. Oder wie man dem steuern kann. Und dass dem, der es steuern kann, nachher ein ganz Übermessen, ein Lorbeer zuteil wird, den er gar nicht verdient eigentlich von seiner moralischen Qualität und damit gerade dem späteren Faschismus Tür und Tor geöffnet hat. Das hat mich doch tief beeindruckt, das zu lesen. Und was dann er beschreibt, dass die Gesellschaft zerfressen wird, allmählich, sagt er, von Jahr zu Jahr mehr, erst unmerklich, dann schüttelt man es von sich ab und dann immer mehr von dem Phänomen, dass man an allem zweifelt. Dass man nichts mehr glaubt. Weil die Folge von Heimatlosigkeit und Unsicherheit bei vielen Menschen ist, sie ziehen sich in sich zurück und wollen gar nichts mehr wissen. Wie der das beschreibt, das ist sehr, sehr eindringlich zu erleben. Und er muss ja tief unter diesen Verhältnissen gelitten haben. Jedenfalls hat er dann nach der Emigration, nach zweifacher Emigration, zuerst nach England und dann nach Südamerika, hat er sich ja dann das Leben genommen, aus Verzweiflung über den Zustand der Welt, mitten im Zweiten Krieg. Und das Erscheinen dieses Buchs gar nicht mehr erlebt, das dann fast wie ein Testament dasteht. Ich habe eine Rezension geschrieben, und habe im Titel geschrieben, Stefan Zweig, die Welt von morgen. So, den Gedanken invozierend, der beschreibt eine Welt, die jetzt wieder sich abspielt. Dieses Wachen ist gefährlich. Ist leicht zu sagen, man muss wachen, wie das Rudolf Steiner hier sagt. Und wer es versäumt, herauszufinden, was wirklich geschehen sollte, erlebt, dass dann überhaupt nichts Wirkliches geschieht. Es ist aber nicht so leicht zu wachen, weil manche Menschenseelen dem gar nicht gewachsen sind. Die, wenn sie wirklich wachen und wahrnehmen wollen, was überall geht, die Lügen zum Beispiel, die Propagandalügen, die überall verbreitet werden, auf allen Seiten, dann die Nachrichten, von denen man nicht mehr weiß, welchen kann man trauen und welchen nicht, das braucht auch starke Seelen, die dem gewachsen sind. Denn sie sind oft nicht bereit, jeden Tag das alles in Frage zu stellen. Das Weitere, was ich an diesem Zitat bemerkenswert finde, wenn es heißt, es geschieht überhaupt nichts Wirkliches. Also, und sehen Sie, was das heißt, wenn er sagt, es geschieht dann anstelle von Wirklichem, dass das Gespenst einer vorhergehenden Epoche herumgeht.
Das geschieht. Nicht wahr? Und das ist die nächste Frage, die man sich natürlich stellen kann. Was ist das? Wenn ein Gespenst einer vorhergehenden Epoche plötzlich herumgeht. Auch das braucht Achtsamkeit. Was ist ein Gespenst? Ein Gespenst ist etwas, was zunächst unwirklich ist. Sie können es nicht fotografieren und trotzdem ist es da. Es ist eine astral, ungreifbare Erscheinung, die eben die Seelen besetzt. Und das ist gespenstisch. Wenn jemand zur Tür hereinkommt, ist das nicht gespenstisch. Man sieht ihn ja, das meint jetzt nicht der Mine, aber dann ist es ja eine Realität. Aber wenn plötzlich etwas herumgeht, eben so ein Druck der Spaltung, des Zweifels, der Unsicherheit, das ist ein Gespenst. Und dass alte Zeiten sich erheben, in die man dann flüchtet, weil man in der gegenwärtigen keine Sicherheit findet. Das ist das nächste Gespenst. Man beschwört etwas wieder herauf, was eigentlich längst abgelebt ist. Und dann hat es diesen Geruch von abgestanden, von schon mal da gewesen. Und trotzdem kann es mir keine Stütze geben, weil ich spüre, das ist nicht ein Weg in die Zukunft. Wo schreibt Steiner das? Wie? Ich muss es heraussuchen, dass ich jetzt einmal... Ein ja, solches Zitat, das ist ein Zitat, das kann man leicht finden. Eine GA-Nummer ist immer aufzutreiben. Wahrscheinlich 182, aber ich muss das noch nachprüfen. Sehen Sie, dann könnte man zum Beispiel jetzt die Sache einmal umdrehen und könnte die Frage stellen, was ist denn das für ein Gespenst heute, was herumgeht? Was ist das für eines? Womit wir nicht gerechnet hätten. Ein Gespenst früherer Zeiten. Ich denke, eines dieser Gespenster früheren Zeiten ist, dass man dann versucht, sich in alten Geschichtsbildern anzusiedeln. Das kann man immer erleben und überall. Wo ein Mensch in der Gegenwart nicht mehr Beheimatung findet, da sucht er irgendwie eine Heimat zu schaffen, eine verflossene Welt, in der er einmal beheimatet war oder frühere Generationen waren es. Das ist auch ein Gespenst. Und dann wird etwas Altes heraufbeschworen. Es wird gesagt, früher war es doch besser. Es wird gesagt, die goldenen 20er Jahre, nicht wahr? Oder die goldenen 70er Jahre. Das ist bei uns so üblich, dass man sagt, man kann nicht mehr Geld verdienen wie in den goldenen 70er Jahren. Obwohl es reihenweise Menschen gibt, die auch da eher Blech verdient haben als Gold. Aber dieses Gespenst, und heute bedeutet ja dieses Gespenst Rückzug auf sichere Grenzen, Rückzug aufs eigene und Abwehr von allem anderen, was von außen kommt. Gleichzeitig ein Gespenst ist, dass man nicht mehr so ohne weiteres die innere Sicherheit hat, dass die Geisteswissenschaft der Anthroposophie wirklich noch die Menschen so trägt, wie sie das vor 30, 40 Jahren getan hat. Auch da gibt es Gespenster. Auch da gibt es festgeformte Auffassungen, die man immer wieder in Frage stellen muss. Sind die Geheimlogen, die vor 100 Jahren Rudolf Steiner erwähnt hat, heute noch die Ursache des Unglücks der Welt? Auch wenn das Rudolf Steiner vor 100 Jahren gesagt hat. Ich sage nicht, dass sie es nicht sind. Aber das sind Gespenster. Sie können nicht mit uralten Begriffen versuchen, immer die Gegenwart zu verstehen. Haben wir denn begriffen, was denn eigentlich die Seelenlage der jungen Generation ist, die andere Sorgen hat, die gar nicht in diese Gespenster eintritt und die mit ganz anderen Kräften den Gegenwartsfragen zu begegnen suchen? Zum Beispiel mit Bildung von freien Gemeinschaften, Zusammenfügungen. Dafür entbluten sich die bestehenden Gemeinschaften, die entbluten sich auch auf gespenstische Weise. So humanitäre Vereine, esoterische Gesellschaften und so weiter, sogar Gesangvereine. Sie bluten aus, die Menschen strömen da nicht hin, aber wohin strömen sie denn? Was mich immer auch umtreibt, das ist das Phänomen, das es zu Rudolf Steiners ja noch gar nicht gab als Thema, die Massen. Die Massen. Alles, was in der gegenwärtigen Welt als Masse daherkommt. So
zum Beispiel die Massenmedien, die Massenmärkte, Massenmessen in Sportstadien mit irgendwelchen Lamas, Gurus und Führern, Massensport, etwas, was es überhaupt nicht gibt. Wenn Sie heute die wichtigen Nachrichten der Zeit verfolgen, wenn Sie irgendwo in einem Postbüro stehen und Bildschirme haben, dann werden Sie da ständig bedient mit Masseninformationen, die mir eigentlich überhaupt egal sind. Was brauche ich jetzt zu wissen, wer bei den Royals eingeladen ist an die nächste Hochzeit oder wer nicht? Aber es wird von den Medien so verbreitet, es müsste da jeder dran teilhaben. Was muss ich jetzt wissen, welche Fußballmannschaft gestern Abend über welche andere Fußballmannschaft den Sieg davon getragen hat? Welche Mannschaft sich einen Trainer angeworben hat, wo ein Trainer davon gelaufen ist? Das wird alles so verkauft und verhandelt, als müsste man sich Tag und Nacht damit beschäftigen und als wäre das jedermanns Anliegen. Und da stellt sich dann ein, eine gewisse Ermüdung, auch ein Phänomen unserer Zeit, und dann ist es schwer zu wachen. Wenn Sie ermüdet sind, können Sie nicht wachen. Dann schaltet man ganz ab und sagt, ich will von alledem nichts mehr hören. Dann kommen die drei Äffchen, die sich die Ohren zuhalten, den Mund zuhalten, die Augen zuhalten und den Mund trotzdem nicht halten. Nicht wahr? Immer zu weitersprechen. Eine seltsame Zeit, in der wir leben. Und man möchte gerne wissen, wie die Menschen in 35 Jahren darüber sprechen, was das für eine Menschheit war 2023. Sagen die, die haben da wieder eine Krise mehr bewältigt? Oder sagen sie, auch diese Krise wurde dann mit Kommerz und Geld gerettet? Das steht einfach alle Wochen dann hier eine Milliarde, da eine Milliarde, eine geht in die Rüstung, eine geht in die Bankenrettung, eine Milliarde in die Sportsubvention, eine Milliarde in die Rentenkasse. Und schon beruhigt sich die Öffentlichkeit wieder, ungefragt, woher eigentlich diese Milliarden kommen sollen und wo sie dann wieder abfließen dürfen am Ende und ob die überhaupt je ankommen. Und dann kommt noch etwas weiteres dazu, was zu Rudolf Steiners Zeiten nicht war. Und das ist diese starke Diktatur, die wir heute haben in der Sprache. Dass Sie heute, das betrifft mich, wenn Sie öffentlich sprechen über ein Thema, eine unglaubliche Gratwanderung machen, bloß nichts Falsches zu sagen. Keine kulturelle Verletzung machen, keine geschlechtliche Verletzung machen, keine völkische oder rechtliche Verletzung machen. Und es ist fast eine Rede heute, ein so vermintes Gebiet, dass man am besten fährt, man sagt gar nichts mehr. Oder wenn man was sagt, nur noch nichts Sagendes, an dem man einen nicht aufhängen kann. Darüber gibt es ein Lehrbuch, das sollten Sie unbedingt mal lesen, falls Sie je irgendwo sprechen müssen. Der Autor heißt Pörksen, Ulve Pörksen, der ist in Freiburg tätig, Professor, und der hat ein Buch geschrieben über Plastikwörter. Plastikwörter. Plastik, das heißt Wörter, die sind eben nichtssagend. Und wie Plastik bauen sie sich auch nicht ab. Sie leben immer weiter. Sie Plastikwörter. Und der zeigt in seinem Buch, wie man in der Öffentlichkeit mit solchen Plastikwörtern stundenlang sprechen kann, ohne was gesagt zu haben. Sie können sagen, wir sind nach eingehender Prüfung der vorliegenden Fakten und der daraus entstehenden Sachlage zu der einhelligen Übereinstimmung gekommen, die wir hiermit auch öffentlich dokumentieren möchten, dass in diesem Punkt ein eindeutiger Handlungsbedarf besteht. Punkt. Jeder wird nicken. Pörksen. KKS. P-R. Haben Sie vor, solche Reden zu halten? Also gut. Also das ist jetzt eine kleine humoristische einleitende Abweichung gewesen. Aber kehren wir zurück zu unserem Einstieg. Die Gespenster der Vergangenheit, das sind die, die uns unfrei machen, die uns in unserem Denken behindern, weil wir plötzlich bemerken, dass es auch gespenstisch wird.
die uns in unseren Gefühlen behindern, weil die auch gespenstisch werden. Wagner hat einmal geschrieben oder gesagt, nach einer schwierigen, durchträumten Nacht, nachts kämpft man mit Dämonen und Gespenstern, tags mit Eseln und Schafsköpfen. Das ist doch eine ganz hübsche Relativierung. Damit kann man eher leben, nicht wahr? Noch einmal bitte. Ja, genau. Noch einmal. Ja. Nachts kämpft man mit Gespenstern und Dämonen, tags mit Eseln und Schafsköpfen, hat er geschrieben. Womit er sagen will, bei Tageslicht besehen, lösen sich manche dieser Gespenster auf. Sie haben es noch nicht verstanden. Ich sage es gern noch einmal. Es ist ja Wagner. Richard Wagner, 1813 bis 83. Nachts kämpft man mit Gespenstern und Dämonen, tags mit Eseln und Schafsköpfen. Wenn Sie das nehmen, dann lernen Sie daraus auch. Eine Prise Humor entschärft manches von diesem Gespenstischen. In unserem Problemfeld jetzt, Mitteleuropa. Ich habe, als ich das letzte Mal hier in Wien war, ein Büchlein gefunden in einer Buchhandlung von einem Autor namens Rauscher. Ich weiß nicht, ob Sie den zur Kenntnis genommen haben. Es wird ja Rauscher, Walter Rauscher, über das Scheitern Mitteleuropas. Und er hat in seinem Büchlein sehr schön beschrieben, dass hier in Österreich ja auch die Zwischenkriegszeit zwischen 19 und 39, diese 20 Jahre Zwischenkriegszeit, ein Zeitraum gewesen sei, wo er sagt, dass die entscheidenden Dinge nicht geschehen seien. Und dass der dann kommende Krieg im Grunde genommen die Folge davon war. Und er macht das fest an der Idee, das ist, weil der Impuls Mitteleuropa gar nicht ergriffen wurde. Oder weil der Impuls Mitteleuropa, sagen wir, zerschlagen war. Weil die Menschen in Ost-West-Dimensionen gedacht haben und nicht mehr in der Mitte gedacht haben. Zitat: Nach 18 hatte sich hinsichtlich der Zukunft des zweiten Großstaates dieses Raums, nämlich der Donaumonarchie, zum Problem Mitteleuropa gewandelt. Es setzte sich aus einer Vielzahl politischer, wirtschaftlicher, sozialer, konfessioneller Aspekte zusammen. Aus einem großen, traditionellen, monarchischen Vielvölkerreich waren allein vier kleinere Nationalitätenstaaten, Polen, die Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien entstanden, die vorgaben, Nationalstaaten zu sein. Doch diese kleineren, zum Teil multiethnischen Gemeinschaften funktionierten mehr schlecht als recht. Der Zerfall des gemeinsamen Wirtschaftsgebiets der Habsburg-Monarchie führte zu einer ökonomischen Kleinstaaterei. 1933 schrieb Elmer Hantos, ungarischer Wirtschaftspolitiker, Verfechter einer handelspolitischen Kooperation der Nachfolgestaaten: Mitteleuropa ist in seiner gegenwärtigen Verfassung alles eher als eine politisch festgeformte, wirtschaftlich ausgeglichene, kulturell entwicklungsfähige Staatengruppe. Auch dieser Ungar, eine Stimme unter vielen, die dann untergehen, die man dann aber doch nach 90 Jahren wieder hervorzieht und bedauert, dass die Stimme nicht nachhaltiger gehört wurde. Die drei, es ist eine Dreigliederung, die er darstellt. Es ist alles eher als politisch fest geformt, es ist labil, angefressen, angezählt. Es ist alles eher als wirtschaftlich ausgeglichen, es gibt große Differenzen. Von Armut, Reichtum, Zugang zum Wohlstand, kulturell entwicklungsfähig. Was hat eigentlich das Geistesleben an großen Gedanken, an großen Beiträgen in jener Zeit hervorgebracht?
vom östlichen Bolschewismus bedroht, vom westlichen Kapitalismus kärglich unterstützt, von zahlreichen zersetzenden Elementen durchwühlt, ist Mitteleuropa ein Unruhezentrum am Kontinent, eine ständige Gefahr für den Frieden der Welt. Das war 1933. Man sage nicht, man habe nicht können kommen sehen, was dann kommt. Das Jahr 33 hat ja auch Rudolf Steiner, der dann allerdings schon 8 Jahre tot war, hat ja auch fokussiert. Das Jahr 33 als ein Jahr vorausgesehen, in dem bedeutende Neuigkeiten auftreten würden. Neue Geistigkeit, neues Christus erwarten, neue Messiasse, neue Formen politischen Zusammenlebens. Das ist dieses Jahr. Und Mitteleuropa, von dem man immer gern sagte, das ist die stabile Mitte zwischen Bolschewismus da und Kapitalismus da, zwischen Spiritualität im Osten und Materialismus im Westen, und diese Mitte ist alles andere als gesund. Sie ist alles andere als gesund. Diese Nachfolgestaaten, fährt der Autor hier fort, zeigten sich in der Absperrungspolitik findiger als in der Anbahnung freundschaftlicher Beziehungen. Oder ein bisschen neutraler gesagt, das Martialische dominierte auch in der Mitte über das Merkuriale. Statt sich zusammenzutun, statt sich zu verständigen gegenseitig, ist nur Abgrenzung, Abspaltung da. Das Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit war eines der Enge und der Grenzen. Transnationale Konzeptionen wurden mehrheitlich als unerwünschte Schwächung nationaler und staatlicher Identität empfunden. Auch hier wäre eine interessante Gedankenbrücke in die Gegenwart zu schlagen. Wie schwer haben es doch gegenwärtig diese Bestrebungen wie die UNO, wie die NATO, wie irgendwelche GUS-Konferenzen in Ost und West, wie schwer haben sie es, dieses Gemeinschaftliche durchzusetzen und sich nicht einer allgemeinen Lächerlichkeit preiszugeben. Sie erreichen ja doch nichts. Sie sind ja doch unterwandert. Das gehört zu diesem Zweifel an allem. Aber wir können mit Zweifel an allem nicht wirklich leben. Das war schon einmal da. Das ist diese Welt von gestern, die hier aus der Sicht eines Autors von jetzt beschrieben worden ist. Aufgrund der egoistischen Fokussierung auf nationale Interessen gelang es all die Jahre hindurch nicht, eine funktionierende Staatengemeinschaft aufzubauen. Die Pflege alter Feindbilder, das wäre das, was Rudolf Steiner Gespenster nennt, vergangener Zeit. Die Pflege alter Feindbilder, der Kult des Revanchismus, das Fehlen jeglicher Solidarität der Nationen untereinander und das Versäumnis, Krisen im Geist einer echten wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit zu lösen, trugen maßgeblich zum Scheitern eines selbstständigen Mitteleuropa bei. Ich habe gedacht, ich lese Ihnen das vor. Obwohl Sie ja nicht von einem Schweizer hören brauchen, was ein Wiener Autor geschrieben hat hier. Trotzdem ist es bemerkenswert. Weil ich feststelle, dass immer wieder auch in unseren Kreisen der Anthroposophie, dann wird oft gesagt, ja, Mitteleuropa muss das stabilisieren. Mitteleuropa ist der Ausgleich. Mitteleuropa ist das Ruhigstehen der Hippomochlion zwischen den Extremen. Und es zeigt sich, dass das nicht unbedingt sicher ist. Auch das ist nicht sicher. Auch das ist nicht unbedingt gegeben. Und ist es auch nicht 33 Jahre nach dem Fall der Mauer. Es ist das Bild, dass wir doch täglich um die Dinge ringen müssen, damit wir sie wirklich haben können. Im Sinn des Faust, dass man doch täglich sie erringen muss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erringen muss. Das war eine der letzten Botschaften Goethes in Faust.
Sehen Sie, wenn man vor solchen Fragen steht, dann kann man besser verstehen, dass es doch die Lieblingstätigkeit ist aller der zersetzenden Kräfte, dieser Gespenster, dass das alles nicht aufkommt. Ein gemeinsamer Wille zum Guten, sondern Spaltung. Ein gemeinsames Zusammenhalten, sondern Abgrenzen. Eine frei gefundene Urteilsbildung statt irgendwelchen Streamings, Mainströmen, in denen man sich dann versucht zu beschwichtigen. Das ist eine wichtige Erkenntnis für heute Morgen. Lasse man sich nicht davon beeindrucken, dass wenn man die Hauptströme der Information umgeht, man dann schon dadurch wach gewesen ist in der Gegenwart. Weiter. Dieser wunderbare Aufsatz oder dieser Text, den Königslöw hier zitiert, ein dichterischer Text, eine Imagination. Es ist eine Imagination über das, was eigentlich geschieht in den Vorgängen der Ukraine. Er zitiert hier einen poetischen Text eines Schriftstellers unserer Gegenwart. Und dieser Schriftsteller, der hat, sagen wir, ein Bild entwickelt, dass die Russen schwanger gingen mit der Ukraine. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Dass sie schwanger gehen und dass da eine schwierige Geburt bevorstünde, eine schwierige Geburt, von der nicht leicht zu sagen ist, wie sie dann am Ende ausgehen werde. Diese Scheidelinie, sagt er. Es geht eine Scheidelinie mitten durch Europa. Ich darf Joachim von Königslöw hier zitieren. Sie ist vor allem eine Bewusstseinsgrenze. Ein dauernder Anstoß zur Selbstfindung Europas. Wenn es oft auch dargestellt wird, und das wird heute oft so dargestellt, es sei eine geopolitische Grenze. Die das vertreten, die sagen immer Stellvertreterkriege. Es sind geopolitische Kräfte am Werk und diejenigen, auf die Schauplätze, auf denen es sich abspielt, sind gar nicht, um die es geht. Das ist auch eine der wichtigen Aussagen, die durch die Welt geistern, durch die Welt spuken. Er widerspricht dem. Er sagt, es gibt diese Grenze. Und es ist eine Auseinandersetzung mit dieser Grenze. Und sie definiert sich als fortschrittlich oder rückständig, als demokratisch, vordemokratisch, Westen oder Osten, als aristotelisch oder platonisch. Das haben wir gestern Abend auch berührt. Wir haben gestern Abend gesagt, es gibt ja diese zwei Welten. Die eine, die aristotelisch geprägte, die den Westen geprägt hat. In der arabisierte Aristoteles über den Arabismus von Sizilien und Salerno, Süditalien und über Spanien und über Andalusien nach Europa hereingedrungen ist und dann in die Medizin, in die Astronomie, in die Mathematik, in das ganze moderne wissenschaftliche Weltbild, auf dem ja unsere westliche Mentalität fußt. Das ist das eine, das nennt er aristotelisch. Das ist nicht Stellvertreterphilosophie, das ist eine geschichtliche Tatsache, das ist hereingesickert. Und auf der anderen Seite ist über Westen, wie wir gestern gezeigt haben, über den Osten dann, über Byzanz, über Griechenland, über Osteuropa, ist etwas anderes hereingedrungen. Ein mehr platonisches, von den Urplatonikern geformtes Bild hereingedrungen, wo man sehr viel mehr auf Bilder setzt, auf Imaginationen setzt. Dieses Platonische, dass das Platonische hereindringt durch den Osten. Und was heißt jetzt das eigentlich, das Platonische? Das ist eine Seelenhaltung, die sich der Ideen annimmt. Die Welt als Schauplatz von Ideen. Und die eigentliche, die ernstzunehmende Welt, das ist gar nicht die Welt hier, das ist die Welt der Ideen. Und das hier sind nur die Schatten, die sich abspielen. Das ist der Platonismus. Und der hat sich ja auch verheerend ausgewirkt.
insofern, als dass er immer in sich die Versuchung trägt, sich abzuwenden von der Gegenwart, zu sagen, diese sachlichen Dinge, die müssen mich nicht betreffen, ich halte mich an die großen geistigen Zusammenhänge. In seinem allerersten Vortrag, dem vom 9. November hier in Wien, als der junge Rudolf Steiner die Gelegenheit hatte, zur Jahresfeier des Goethe-Vereins hier in Wien einen Vortrag zu halten. Der Gründer des Vereins war Schröer gewesen, Professor Schröer, der hier bei Ihnen auf dem Friedhof liegt. Und der hat gesagt, ich habe schon so viele Ansprachen in diesem Verein gehalten, ich kann das jetzt nicht noch einmal machen. Ich schlage diesen jungen Steiner vor, der noch gar keinen Namen hatte. Das war 88. Steiner war blutjung, 27 Jahre, noch gar nicht Dr. Steiner. Mitten in diese Goethe-Arbeit vertieft, von daher hat ihn Schröer geschätzt. Und dann hatte Rudolf Steiner die Gelegenheit ergriffen, diesen Vortrag zu halten, der für seine ganze weitere Entwicklung ein Schicksalsstein geworden ist. Aus mehreren Gründen. Erstens, erster Grund, dieser Stein, dieser Schicksalsstein dokumentierte die ganz tiefe Beziehung Rudolf Steiners zu Schröer, zu diesem Dozenten, der ja gar nicht sein eigener Dozent war, den er nur hörte, er war ja an der Technischen Hochschule. Und Schröer, der war Germanist, Goethe-Spezialist, aber für die Dichtung, die Dramen, die lyrischen Texte zuständig. Und dieser Schröer hatte Rudolf Steiner geschickt, weil er erkannte, dass dieser junge Mann die Fähigkeit hatte, die Seite an Goethe, die Schröer völlig verschlossen war, herauszuarbeiten, nämlich die Denkmethode, nicht den Dichter. Und der stand Schröer skeptisch gegenüber. Es war deswegen für Rudolf Steiner eine schicksalshafte, sagen wir, Bejahung, Zustimmung seiner inneren Haltung, dass ihm diese Aufgabe anvertraut worden ist, die er gern übernommen hat. Schicksalshaft noch aus einem zweiten Grund. Er nimmt die Gelegenheit wahr und spricht gar nicht über das, was sein Hauptfeld ist. Schröer hätte das nämlich erwartet, dass er jetzt spricht über die naturwissenschaftlichen Texte von Goethe. Schließlich arbeitete er an diesen Vorworten. Schließlich arbeitete er an der Herausarbeitung, was sagt denn Goethe zu den Knochenmorphologien, zu der Pflanzenmetamorphose, zur Wetterlehre, zur Farbenlehre. Davon ist allen in diesem Vortrag überhaupt nie die Rede. Er spricht über Goethe als Vater einer neuen Ästhetik. Also Kunst. Goethe als Vater eines neuen Kunstbegriffs. Das muss für die damalige Zeit kühn, neu, unerhört gewesen sein. Und eigentlich ein bisschen auch eine Frechheit, dieses jungen Rudolf Steiner hier in aller Öffentlichkeit in einem solchen Forum über ein Gebiet zu sprechen, das gar nicht seines war. Er war Student der Naturwissenschaften, nicht Kunstwissenschaften. Aber er spricht darüber. Dort drin, in diesem Vortrag, kommt er darauf zu sprechen, womit Goethe sich konfrontiert sah und sein Kunstansatz, dass sein Kunstansatz ganz tief in etwas wurzelte, was eben diesen Platonismus hinter sich ließ. Darum erzähle ich das jetzt. Dass Goethe sich innerlich dagegen gesträubt hat, dass Kunst symbolisieren soll, sichtbar machen soll, irgendetwas, was in der geistigen Welt schwebt. Dass Kunst Symbolismus sein dürfe. Oder dass Kunst im Naturalismus ausdrücken soll eine Idee oder Allegorien ausdrücken. Er sagt, es ist alles vorbei. Und dort fällt sogar der Satz gegen Schelling. Das alles hatte, sagte Goethe, durchlebt und durchlitten und es wurde durch diesen unseligen Idealismus Schellings in ihm bestärkt. Was man doch mit einigem Erstaunen liest, da sonst Schelling immer Hegel, Fichte, Goethe, Schiller, Schelling in einem Atemzug genannt wird. Der junge Steiner macht das da. Es ist dieser Vortrag in einer anderen Weise noch ganz bedeutend in seinem Leben.
Er ist deswegen bedeutend, weil dann ein Zuhörer dabei war, dieser Professor Neumann, Rektor der Uni. Zisterzienser. Ein Zisterzienser als Rektor. So etwas gab es bei Ihnen damals, als Steiner hier Student war. Da kommt dieser Rektor zu ihm, zu Rudolf Steiner, ein Mann von ungeheurer Bildung. Und Steiner führt ihn ja so ein in seinem Lebensbericht, in seiner Autobiografie, dass er sagt, wir Studierende sagten über diesen Professor Neumann, der kennt die ganze Welt und noch drei Dörfer dazu. So, um zu zeigen, dieser Mann war mit allen Wassern gewaschen. Er schildert auch, dass er mit ihm Gespräche geführt hat, philosophische Gespräche, Gespräche, in denen er sogar auf das Phänomen der Reinkarnation zu sprechen gekommen ist und dann immer spürte, wie Neumann zurückschreckte. So dass Rudolf Steiner sagt, ich hatte immer das Gefühl in diesen jungen Jahren, wenn ich mit Neumann sprach, dass ich mit zwei Repräsentanten sprach. Der eine, der gelehrte Neumann, der mir gegenüber saß, und der andere, die katholische Dogmatik, die immer neben Neumann saß und ihm auf die Finger klopfte, sobald der Gelehrte seine Grenze überschritt. Und ich musste meine Gespräche mit Zweien führen. Seine hochoriginelle Bemerkung von Rudolf Steiner. Sehen Sie, hier sagt in diesem Aufsatz, alles das, was diese Bewusstseinsscheide in Europa ausmacht, ist davon geprägt. Ost-West, Platonismus, Aristotelismus, fortschrittlich, rückständig, undemokratisch, vordemokratisch, antidemokratisch, westlich, slavophil, die Frage nach der atlantischen oder der mitteleuropäischen Orientierung. Wo aber ist die Mitte? Wo ist denn Mitteleuropa? Gibt es denn ein Mitteleuropa als eine eigene Identität innerhalb dieser Gegensätze? Wäre Europa also dreigeteilt und nicht zweigeteilt? Ist Europa Nord, Süd? Fragen über Fragen. Wo liegen denn die Wurzeln dieser Scheidelinien? Und dann, das überspringe ich jetzt, schildert er aus seinem Buch. Weil der Mann ja dieses originelle Buch geschrieben hat über Flüsse und Brücken. So, gehen wir einmal von diesem Raum unten, Mostar, die Brücke, die im Bosnienkrieg zerschlagen worden ist, dann wieder errichtet. Warum ist sie so wichtig? Die Brücke von Mostar ist ein uraltes Dokument, dass es eine Brücke gibt über diese Scheidelinie. Das war so ein Urerlebnis auch für mich als Abiturient auf meiner Abiturfahrt haben wir die Brücke von Mostar besucht, damals noch in Jugoslawien. In Jugoslawien. Stari Most, die alte Brücke, die wie kein anderes Bauwerk die Überwindung der Grenze zwischen Ost und West, aber auch ihre Zusammengehörigkeit repräsentiert. Dann geht er nach Norden hinauf, immer mehr durch ganz Europa. Das Doppelgewässer von Pleskauer und Peipussee trennt West und Ost, Esten und Russen. An seinem Südostende Pskow, eine urrussische Stätte mit ihrer Fülle mittelalterlicher Klöster, Kirchen. Westlich vom Peipussee Dorpat, Tartu, die berühmte, heute noch lebendige estnische Universitätsstadt. Östlicher Vorposten westlichen neuzeitlichen Denkens. Kaum 100 Kilometer trennen dieses Gegensatzpaar voneinander. Ganz drastisch stehen sie sich noch weiter oben gegenüber bei Narva. Dort bildet der Narva-Fluss zwischen seinem Ausfluss aus dem Peipussee und seiner Mündung in die Ostsee die Grenze zwischen Estland und Russland. Mögen auch heute Russen auf beiden Seiten wohnen. Seine Ufer zeigen von alters her in Narva die Male zweier Welten. Auf dem Westufer steht die Hermannsburg, die mittelalterliche Burg des Deutschritterordens, die berühmte, der
Orden, der im baltischen Raum oben eine so große Tätigkeit entfaltet hat. Auf dem Ostufer die von Ivan III. Erbaute Festung Ivangorod. Wie einst ist dieser Ort auch heute umstritten. Nirgendwo stellt sich die Kulturscheide Europas strenger dar. Die Geologie, die Flüsse, alles spricht davon. Bleibt man dabei, dann waren die ukrainische Revolution des Maidan von 1314, also 2013, 2014 in Kiew. Und dann sind die Kämpfe, die sich in Rumänien abspielen, als Aufstand der Zivilgesellschaft gegen eine politische Politikerklasse abspielen, Ausdruck von Verwerfungen und Verschiebungen im tektonischen Untergrund Europas. Das ist jetzt eine Sichtweise, die achtsam ist, die nicht aufspringt auf den Zug Stellvertreterkämpfe, die nicht aufspringt auf die Oberflächlichkeit, es sind äußere Weltmächte, die da ihr Süppchen kochen, sondern es sind, man kann sagen, auf Jahrtausende zurückgehende, tiefe, innere Verwerfungen, Verschiebungen, Grenzziehungen. So. Und dann sagte man, kann das nicht nur erklären mit der Äußerlichkeit, mit Äußerlichkeiten. Und dann geht er dazu über, uns zu sagen, was ist jetzt so, was sich da abspielt. Dieser Dichter, Sorokin, dieser Dichter, Wladimir Sorokin, ein russischer Dichter, nicht ein ukrainischer, der hat die Imagination gedichtet, die Ukraine ist in uns eingedrungen. Das lese ich jetzt vor. Die ukrainische Revolution, die im Februar auf dem Kiewer Maidan der Unabhängigkeit stattfand und für ihr Land eine Kette unumkehrbarer Ereignisse nach sich zog, hat auf mystische Weise zu einem Ereignis beigetragen, das hinsichtlich seiner Reichweite noch unumkehrbarer ist. Russland wurde mit der Ukraine schwanger. In Russlands riesigem Leib regte sich neues Leben, eine freie Ukraine. Die Machthaber wurden von Entsetzen ergriffen, die Liberalen von Neid, die Nationalisten von Hass. Auch das ist eine schöne Beschreibung. Die Dinge sind nicht eindeutig. Die einen sind entsetzt, die anderen werden neidisch, die Dritten entwickeln Hass im eigenen Gebiet. Aber mit einer so rapiden Entwicklung rechnete niemand, weder im Kreml noch im Volk. Die Frucht wuchs. Jeden Tag füllte sie mehr medialen Raum aus. Die Revolution von Kiew verzauberte Russland und erschreckte es. Das innere Leben des mütterlichen Organismus hielt inne, wie es in einem solchen Falle üblich ist. Das ganze mannigfache Leben Russlands trat gleichsam in den Hintergrund und wurde hoffnungslos Vergangenheit. Zukunft war nur dort, in der Ukraine. Die provinzielle Ukraine, über die man in Putins Russland üblicherweise herablassend sprach, wurde plötzlich unglaublich modisch und modern und das riesige Russland hoffnungslos rückständig, plump und provinziell. Endlich erfolgte die Reaktion des Kreml, des Gehirns des mütterlichen Organismus. Sie war eisenhart, abtreibend. Weg mit dem verhassten, gefährlichen, ungewollten Kind. Die Abtreibung wurde russischer Frühling in der Ukraine genannt. Separatisten, Saboteure, Freischärler, Abenteurer und Provokateure sollten sie vornehmen. Die Operation begann
im Südosten der Ukraine ohne besondere Desinfektion und mit nicht besonders neuen, nicht besonders sauberen chirurgischen Instrumenten. Die Rolle der Anästhesie erfüllte das Fernsehen. Die vom Fernsehen zombifizierte Bevölkerung lief mit vor Schreck aufgerissenen Augen durch die Straßen. Überall ahnte sie ukrainische Liberalfaschisten, die ihren Würgegriff nach der russischen Gurgel ausstreckten. Doch ungeachtet der Überdosis an Betäubungsmitteln sieht es so aus, als sei die Abtreibung fehlgeschlagen. Das Ungeborene ist aus dem Leib nicht rauszukriegen. Jetzt wird jeder Russe die Ukraine weiter mit sich herumtragen. Die Ukraine, die wirklich frei und unabhängig werden will. Russland geht mit ihr schwanger. Die Geburt ist unausweichlich. Es steht alles bevor. Immer größere Schmerzen. Das Abreißen der Nabelschnur. Der erste Schrei des Neugeborenen. Säugling wird einen schönen Namen bekommen. Abschied vom Imperium. Wird seine Kindheit glücklich sein? Niemand weiß es. Viele werden wünschen, dass er gesund heranwächst. Aber was wird mit der Mama? Es steht eine schwere Geburt mit Komplikationen bevor. Wird ihr Organismus damit fertig? Ich schließe hier das Vorlesen. Ich habe es Ihnen vorgelesen, weil es originell ist. Weil es eine Imagination ist und weil es nicht den gängigen medialen Zuschreibungen folgt, die ich natürlich kenne, so gut wie Sie. Diese Geburt sei eigentlich eine Machenschaft der amerikanischen Geheimdienste, sei eigentlich eine Absprache zwischen EU-Staaten, NATO und dem Westen und so fort. Hier ist ein Russe, der das wohl auch kennt, aber der es so nicht sieht. Der sieht es anders, der sieht es als einen inneren organischen Prozess, einen schmerzlichen Prozess. Und es ist natürlich spannend, außerordentlich anregend, wenn Sie mit einer solchen Imagination dem Zeitgeschehen begegnen und nicht mit vorgefertigten Schuldzuschreibungen. Worunter man doch am meisten heutzutage leidet, das ist doch das, dass die Menschen, wie damals bei Stefan Zweig, erfolgt, sich spalten über die Putinisten und die NATOisten oder diese Lagerzuordnungen machen. Und man ist dankbar für einen Russen, der diese Lagerordnungen gar nicht macht, sondern der sich um beide sorgt. Was wird denn mit der Mutter unter diesen Verhältnissen? Was wird denn mit dem Kind unter diesen Verhältnissen? Und der sogar die Größe hat zu sagen, wir können es gar nicht wissen. Wir können es im Moment nicht wissen. Und wir können es auch heute nicht wissen. Wir können es auch heute nicht wissen. Rudolf Steiner hat, das will ich doch noch erwähnen, im Volksseelenzyklus und dort im dritten Vortrag hat er sehr ausführlich besprochen, und wir haben das vor einiger Zeit einmal in unserem Sommerkurs in Orblit auch behandelt, oben im Pinzgau, diesen dritten Vortrag. Hat Rudolf Steiner behandelt, was ist denn da geschehen, als damals sich Portugal herauslöste aus Spanien? Was ist damals geschehen, als einst Holland, die Niederlande, sich herauslösten aus dem Kaiserreich? Der Abfall der Niederlande vom Hause Habsburg war ja bekanntlich eines der Grundthemen, an dem Friedrich Schiller gearbeitet hat. Und es spielt in Don Carlos herein. Was geschieht, wenn ein neues Volk, nicht gesteuert von außen, was geschieht, wenn in einem Volk, das lange Zeit ein Teil einer anderen Bevölkerung war, sich plötzlich ein Wille regt und dieser Wille möchte eine Geburt? Es soll etwas Neues entstehen. Der bestehende Verband will es nicht entlassen. Es kommt zu
zwischen Alba und Egmont und so weiter zu kämpfen, genauso wie es in Portugal zu kämpfen kam. Es kommt zu Feindschaft. Das Neue will in die Welt und das Alte will es festhalten. Und im dritten Vortrag der Volksseelenvorträge hat Rudolf Steiner das thematisiert. Wenn wir also auf ein Volk blicken, so blicken wir als auf seine erste Macht auf den Erzengel hin. Da wirkt dann der Zeitgeist hinein, gibt seine Befehle an den Erzengel und dieser gibt seine Befehle weiter an die Engel. Und diese vermitteln sie dem einzelnen Menschen. Weil man nun gewöhnlich nur das sieht, was einem am nächsten steht, so sieht man bei diesem zusammengesetzten Wirken als das Wichtigste das Wirken des Erzengels. Es kann aber auch eintreten, dass der Zeitgeist schwerwiegendere, gewichtigere Befehle ausgeben muss, dass er sozusagen genötigt ist, dem Erzengel etwas wegzunehmen, weil er einen Teil des Volks herausgliedern muss, damit das, was Aufgabe der Zeit, Mission des Zeitgeistes ist, erfüllt werden kann. Und dann gewinnt der Zeitgeist die Oberhand über das Wirken des Erzengels. Ich weiß nicht, ob sich dieses Beispiel auf die gegenwärtige Konfrontation in der Ukraine anwenden lässt. Ich weiß aber andererseits, dass das einen befreit, eine neue Anschauung sich zu erwerben. Zum Beispiel die, könnte es sein, dass die Ukraine eine Zukunftsaufgabe hat, die ihr jetzt noch gar nicht deutlich ist, aber dass mit ihr etwas gewollt wird, was heute keiner weiß. Und dass dieses Gewollte jetzt einen Konflikt auslöst im Sinn der Gespenster der Vergangenheit. Du darfst nichts ändern an dem, was war. Sie wissen ja, die Mutter beschwört jetzt uralte Bilder, die mit der Zeit der Rus zusammenhängen. Die sagen, in Kiew wurden die ersten Russen getauft. In Kiew ist überhaupt die Wurzel und das spielt hinein bis in die staatliche Kirche. Da mischen die Patriarchen von Kiew und Moskau und Konstantinopel alle auch noch mit. Da wird Politik gemacht mit Beichtvätern und mit Kirchenvertretern und mit... Und die Menschen sehen dann immer auf das hin. Das ist das, was jetzt geschieht vor den Augen. Vielleicht aber wäre es eine innere Erlösung, man schaut in die Zukunft und sagt, könnte es auch sein, dass sich da etwas vorbereitet. Etwas im Geist eines künftigen Zeitalters. Bei meinem letzten Besuch in Kiew, in der Lehrerbildung, haben sie mir dort gezeigt, was sehr originell wahrzunehmen ist. Es gibt zwei Waldorfschulen da und es gibt zwei große Kathedralen. Und die heißen Kiew, die heißen die eine Michael-Schule, Kathedral, die andere Sophia. Ganz bemerkenswert, nicht wahr? Beides ist da. Da ist Michael-Sophia. Da liegt doch wie ein Hinweis auf eine Zukunft, denn das ist nichts aus der Vergangenheit. Waldorfschulen sind kein Gespenst der Vergangenheit. So alt sind sie doch noch nicht. Sie weisen auf etwas Künftiges. Könnte es nicht sein, dass Mitteleuropa gar nicht dazu da ist, diese Konflikte mitzuentscheiden, sondern dass Mitteleuropa ein Seelenfeld ist, sich Gedanken zu machen, was sind denn die künftigen Impulse, die es braucht? Wäre das machen gegenüber Gespenstern der Vergangenheit, die es zu beschwören gibt? Bündnissysteme, Waffensysteme, Vertragssysteme und dass eine viel modernere Haltung auch sein könnte. Blick in die Zukunft. Was braucht es in der Zukunft? Was ist eine Sozialform der Zukunft? Und könnte es sein, dass ein ganz kleines, junges Volkstum, das auch seine Doppelgänger, auch seine Schatten, auch kein Idealstaat ist, dass es herausgelöst wird vom Zeitgeist und der Erzengel des Sprachgeistes, da gewissermaßen einen Auftrag überantwortet bekommt, den er gar nicht selber entschieden hat, dass etwas noch Größeres sich entscheidet.
Es ist eine Frage, keine Antwort. Aber ich glaube, vielleicht ist das eine Antwort, die aufgeht in der Zukunft. Und dass es eine Aufgabe sein könnte des Mitteleuropäers, herauszufinden, was die richtigen Fragen sind an die Zukunft. Und nicht, was die Antworten sind an die Mächte der Gegenwart. Das machen andere genug. Dafür braucht es uns nicht. Dafür braucht es uns nicht. Es gibt aus dem, lassen Sie mich schließen, ich entlasse Sie also nicht mit der Antwort, ich lasse Sie mit der Frage. Und beanspruche zum Schluss noch Ihre Englischkenntnisse. Wladimir Putin hat in der Moscow Times, der Moskauer Times Ausgabe, gesagt, auf die Frage hin, als man ihn sagte, aber wenn doch auf Russland eine Zerstörung zukommt oder gar Russland in diesem Konflikt zerstört würde, was könnte das bedeuten? Dann hat er geantwortet, if someone takes a decision to destroy Russia, we have the right to respond. Yes, it will be a catastrophe for humanity and for the world. But I am citizen of Russia and its head of state. Ich bin russischer Bürger und sein Staatsoberhaupt. Why do we need a world without Russia in it? Ein ganz kühner Satz und so ungewöhnlich, dass ich gedacht habe, das muss ich Ihnen unbedingt vorlesen. Soll ich es noch übersetzen? Damit brauche ich nicht. So viel Englisch können Sie. Ja. Why do we need a world without Russia in it? Es könnte sein, dass auch das eine Aufgabe Mitteleuropas ist, auf eine solche Frage eine Antwort zu finden und nicht nur, wer Recht hat und wer Unrecht hat und wer siegen muss und wer wie viel investieren muss. Jetzt danke ich Ihnen, dass Sie gefolgt sind auf diesem mühsamen Gedankengang und wir machen jetzt eine Pause. Danke.